Hallo und herzlich willkommen bei Installot. Heute rede ich über Skylar Nees. Ich habe das schon lange angekündigt. Ich musste lange recherchieren. Ich habe den Fall zugesteckt bekommen über Instagram und ich habe da auch schon eine Sprachnachricht geschickt, dass es mir leid tut, dass es so lange dauert. Es war nur sehr, sehr viel los. Jetzt hatte ich die Zeit gehabt, diesen Fall auch mal einzusprechen. Beziehungsweise jetzt. Sehr interessant, sehr traurig. Und ich will nicht sagen, viel Spaß beim Zuhören, sondern ja, danke, dass ihr zuhört und wir somit die Opfer ehren. Geht los. Der Fall des Mädchens namens Skylar Nees. Der leblose Körper von Nees wurde am 16. Januar 2013 in Wayne Township, Greene County, Pennsylvania gefunden. Nees wurde von zwei ihrer besten Highschool-Freundinnen, Shelia Eddy und Rachel Shove, aus dem Leben gerissen. Am 3. Januar 2013 gestand Shove der Polizei, dass sie und Eddy die Tat an Nees geplant und ausgeführt haben. Skylar Nees war ein ganz normales Mädchen, das sich darauf freute, Freizeit mit ihren besten Freundinnen zu verbringen. Es war Sommer, das bedeutete, dass sie die Schule in der Zwischenzeit in den Hinterkopf verschieben konnte. »Stress bringt mich um«, twitterte sie vor dem Zubettgehen. Am nächsten Tag kehrte sie nach ihrer Arbeit bei Wendy nach Hause zurück. Sie gab ihren Eltern einen Gute-Nacht-Kuss, während sie fernsahen, bevor sie sich in ihr Schlafzimmer zurückzog. Das war überhaupt nichts Ungewöhnliches, aber das machte es nur noch schwerer zu akzeptieren, was als nächstes geschah. Ein seltsamer Fall. Am nächsten Morgen fanden sie Skylar nicht in ihrem Zimmer. Ihre Eltern fanden heraus, dass sie sich mitten in der Nacht davongeschlichen hatte, aber nie zurückkehrte. Sie reichten daraufhin eine Vermisstenanzeige ein und somit begann eine leidvolle Suche. Das letzte Mal, dass sie ihre Tochter sahen, war in einem Schwarz-Weiß-Clip, der sie zeigte, wie sie sich aus ihrem Fenster schlich. Sie kam in dieser Nacht nicht nach Hause. Sie trug eine Handtasche um ihre Schulter, als sie zu einem Auto ging, welches auf sie wartete. Rachel, ihre beste Freundin, ging zum Sommercamp, aber ihre andere beste Freundin Shelia war da, um ihren Eltern ihre Unterstützung anzubieten. Shelia selbst war besorgt über das Verschwinden ihrer besten Freundin. Nicht eine einzige Menschenseele erwartete das, was Skylar Nees tatsächlich widerfahren war. Ihre zwei besten Freundinnen. Shelia Eddy und Skylar Nees waren seit der zweiten Klasse beste Freundinnen. Sie standen stets im engen Kontakt zueinander. Tatsächlich war ihre Bindung so eng, dass sie sich beidseitig in dem Haus des anderen wie zu Hause fühlten. Es war gut, dass ihre Eltern nichts dagegen hatten. Man kann sogar sagen, dass sie wie Schwestern waren. Beide besuchten die University High School in der Nähe von Morgantown, West Virginia. Während ihres ersten Highschool-Jahres lernten sie Rachel Shove kennen. Obwohl das Duo seit ihrem 8. Lebensjahr eng verbunden ist, begrüßten sie eine neue Freundin mit offenen Armen. Emotionale Anker. Die drei Mädchen standen sich alle sehr nahe. Trotzdem diente Skylar angeblich als emotionale Stütze von Shelia und Rachel. Das war sehr viel von ihr verlangt, da beide Mädchen geschiedene Eltern hatten. Skylar hatte Eltern, die bereit waren, alles für ihr einziges Kind zu tun. Sie schärften ihre Intelligenz, motivierten sie, ihren Träumen nachzujagen und förderten ihre Individualität. Natürlich waren sie alle noch junge Mädchen. Es war nur natürlich für sie, einen Teil ihres Lebens als Drama zu leben. Trotzdem hätte niemand damit gerechnet, was alles passieren würde. Sie wurden wie Familie behandelt. Mary Nees, die trauernde Mutter, teilte mit. Skylar dachte, sie könnte sie retten. Sie sagte dies in Bezug auf Shelia. Es war klar, dass Shelia die Lustigste in ihrem Trio war. Mary und David beschlossen, so zu tun, als ob sie ihr eigenes Kind wäre. Sie hat nicht einmal an die Tür geklopft, als sie vorbeikam. Sie kam einfach herein. Wie sie sich mit Rachel Shove anfreundete. Aber was ist mit Rachel? Nun, man kann sagen, dass sie das genaue Gegenteil von der lustigen Shelia ist. Sie trat gerne in Schulaufführungen auf und stammte aus einer religiösen katholischen Familie. Während sie in der Schule ziemlich beliebt war, fing sie an, Shelia zu vergöttern. Das lag wohl an ihrer Gemeinsamkeit. Beide hatten geschiedene Eltern.
Aber Shalaya war wild und sorglos und frei. Skylar und Rachel genossen schließlich nicht das gleiche Maß an Freiheit. Jedenfalls waren die drei Mädchen eine Zeit lang zusammen glücklich. Aber wie wir alle wissen, kann es kompliziert werden, wenn drei Personen in einer Gruppe sind, wie ein fünftes Rad am Wagen. Seit Beginn der Highschool fiel es allen auf, wie sich Skylar veränderte. Ihre anderen Freunde dachten, dass Shalaya keinen guten Einfluss auf sie hatte. Wenn sie sie fragten, was mit ihr passiert sei, schob sie es auf die Pubertät und das Erwachsenwerden. Sie hatte nicht vor, damit aufzuhören, Zeit mit ihrer besten Freundin zu verbringen. Dasselbe passierte auch Rachel. Ihre anderen Freunde baten sie, Abstand zu Shalaya zu halten, aber sie hörte nicht auf sie. Tatsächlich fingen beide Mädchen darauf an, noch mehr mit Shalaya rumzuhängen. Viel Highschool-Drama. Sieht man sich ihre Postings in den sozialen Medien genauer an, merkt man extrem, dass es Spannungen in der Gruppe gab. Hier ist ein Tweet von Skylar vom 31. März 2012. Du bist eine mit zwei Gesichtern und offensichtlich richtig dumm, wenn du dachtest, ich würde es nicht herausfinden. Schade, dass meine Freunde ein Leben ohne mich führen. Das hört sich so an, als würden Rachel und Shalaya sie aus ihren Plänen ausschließen. Man kann sich sicher sein, dass sie deshalb ziemlich verletzt war. Shalaya und Skylar haben sich viel gestritten, sagte Daniel Hofvetter, einer ihrer Klassenkameraden. Einmal im zweiten Jahr waren ich und Rachel beim Training für das Theaterstück Stolz und Vorurteil und Rachel hatte ihr Handy am Ohr und lachte. Sie sagte, hör dir das mal an. Shalaya und Skylar stritten sich, aber Skylar wusste nicht, dass Shalaya sie auf laut gestellt hatte und Rachel hörte zu. Dies ist die Art von Dingen, die wir aus einer schlechten Soap erwarten. Leider ging es noch weiter als ein Drehbuch voller Beleidigungen und Intrigen. Skylar erscheint nicht zur Arbeit. Es gibt verpixelte Kameraaufnahmen, die zeigen, wie Skylar in den frühen Morgenstunden des 6. Juli in ein Auto in der Nähe eines Müllcontainers hüpft. Als sie nicht nach Hause kam, machte sich ihre Familie Sorgen. Sie wussten jedoch mit Sicherheit, dass etwas nicht stimmte, als sie nicht zu ihrer Wendy-Schicht erschien. Das junge Mädchen war sehr verantwortungsbewusst, so etwas würde sie niemals tun. Ihre Eltern fanden ihr Fenster offen und einen Hocker direkt darunter. Sie wussten, dass Skylar sich davongeschlichen hatte, nachdem sie Gute Nacht sagte. Sie hatten jedoch keine Ahnung, warum sie nicht nach Hause zurückgekehrt ist. Sie hatte keinen Grund wegzulaufen. Außerdem nahm sie ihre Zahnbürste, ihr Handyladegerät und andere wichtige Dinge nicht mit. Da stimmte etwas nicht. Shalaya rief David und Mary Neese an, um ihre Besorgnis über ihre beste Freundin auszudrücken. Sie erzählte mir weiter, dass sie, Skylar und Rachel, sich in der Nacht zuvor davongeschlichen haben und sie durch Star City gefahren sind, Drogen nahmen und dass sie sie am Ende der Straße absetzten, weil sie niemanden wecken wollten. Es ist nicht ungewöhnlich, dass sich Highschool-Kinder herausschleichen, also stellt dies eine Weile auch niemand in Frage. Aber es gab Lücken in der Geschichte. Shalaya sagte, dass sie und Rachel gegen 11 Uhr vorbeifuhren, um Skylar abzuholen und sie vor Mitternacht wieder zurückzubringen. Die stimmte jedoch nicht mit dem Überwachungsvideo überein. Das Filmmaterial zeigte, dass Skylar um 0.30 Uhr ihr Zuhause verließ und das Auto 5 Minuten später davonfuhr. Dies war das letzte Mal, dass sie jemand sah. Shalaya und ihre Mutter halfen am 7. Juli bei der Suche nach Skylar, während Rachel zum katholischen Sommerlager aufbrach. Die Leute fanden es seltsam, dass sie ohne Sorge ins Sommercamp fuhr, obwohl ihre beste Freundin doch verschwunden ist. Mary teilte mit, dass Shalaya sehr in die Suchbemühungen involviert war. Das junge Mädchen fragte immer wieder nach neuen Infos und postete in den sozialen Medien über Skylar. Sie flehte ihre beste Freundin an, gesund nach Hause zu kommen. Ruh dich aus, Skylar, du wirst immer meine beste Freundin sein. Ich vermisse dich mehr, als du jemals wissen kannst, heißt es in einem Beitrag. Einmal weinte sie sogar mit Mary auf Skylars Bett. Es ist klar, dass sie wie ein Familienmitglied behandelt wurde. Als die Polizei die Mädchen immer mehr Beachtung schenkten, bat David die Ermittler, Shalaya und Rachel nicht zu belästigen, da sie die besten Freunde seines Kindes waren. In der Schule gab es viele Gerüchte. In der Schule kursierten viele Gerüchte. Unter anderem hieß es, Skylar war auf einer Party und sei an einer Überdosis gestorben.
Corporal Ronnie Gaskins, der mit dem Fall beauftragt war, sagte, jemand habe ihm dies zugetragen. Die Leute dort gerieten in Panik und sie haben ihren Körper entsorgt, meinte er. Und somit nahmen sie an, dass dies auch stimmte. Es war gut, dass Jessica Colbank von der Star City Police Force ihre Zweifel hatte. Sie zweifelte nicht an ihrem Instinkt und ging sogar so weit, dem Mädchen anzulasten, dass ihre Geschichten sich zu sehr ähnelten. Sie waren perfekt. Die Geschichte von niemandem ist genau dieselbe, es sei denn, sie wird einstudiert. Alles in ihr sagte, Shelia verhält sich falsch und Rachel hat Panik. Leider hatten sie damals keinen legitimen Grund, die Mädchen zu verhaften. Als die Polizei die Ermittlungen fortsetzte, litt das Ehepaar Nies unter Qualen. Sie wollten nur wissen, was mit Skylar passiert ist und sie, wenn möglich, sicher nach Hause bringen. Die sozialen Medien haben ihnen einige Hinweise gegeben, da alle drei Mädchen auf Twitter und Facebook sehr aktiv waren. Einen Tag bevor sie vermisst wurde, postete Skylar zum Beispiel auf Twitter: Ich habe es satt, zu Hause zu sein. Danke, Freunde, ich liebe es auch, mit euch abzuhängen. Abgesehen davon twitterte sie, du machst so einen Mist, deshalb kann ich dir niemals ganz vertrauen. Man muss kein Genie sein, um herauszufinden, dass Skylar sich ausgeschlossen fühlte. An der Highschool gab es unterdies Gerüchte dazu. Einige von ihnen dachten, dass Rachel und Shelia eine innige Beziehung führten. Vielleicht wollten sie Skylar loswerden, damit sie niemanden davon erzählen konnte. Dies wurde später bestätigt, als Skylar in ihrem Tagebuch darüber schrieb, wie ihre besten Freunde zusammen rummachten. Die Mädchen waren bei einer Übernachtung gewesen, als sie beschlossen, Alkohol zu trinken. Wie jeder andere Teenager tranken sie heimlich den Alkohol ihrer Eltern. Skylar meinte, dass sie sich unwohl dabei fühlte, Rachel und Shelia miteinander so innig zusammenzusehen. Dies hatte nichts mit ihrer Orientierung oder Offenheit zu tun. Wahrscheinlich ist es jedem unangenehm, wenn man als fünftes Rad am Wagen bei ihren Liebkosungen dabei sein muss. Dies erklärt, warum sie sich so ausgeschlossen fühlte, aber war das wirklich eine so große Sache, um Skylar aus dem Weg zu räumen? Ziemlich extrem. Die Ermittler dachten zuerst an eine Drogenüberdosis, aber es stellte sich schließlich heraus, dass ihre besten Freunde mehr wussten, als sie zugeben wollten. Sie müssen auf die ein oder andere Weise beteiligt sein. Es schien, als ob diese Fehde Beweis dafür lieferte, dass Rachel und Shelia in das Verschwinden ihrer besten Freundin verwickelt waren. Wenn nicht, wussten sie mehr, als sie zugeben wollten. Ein Agent namens Chris Berry wurde im August 2012 mit diesem Fall beauftragt. Er war immer der Überzeugung, dass der Täter nicht mit so einer Tat durchkommen könnte. In der Vergangenheit hat er Fälle bearbeitet, in denen Menschen damit prahlten, was sie Grausames getan haben. Er konnte sagen, dass sich der Fall von Skylar in dieselbe Richtung entwickelte. Es war nur eine Frage der Zeit, bis sie Geständnisse machten. Zeit für Undercover-Recherche im Internet. Es gab viele Gerüchte in der Highschool. Demzufolge hatte sich Chris Berry eine gefälschte ID erstellt, um herauszufinden, was da vor sich geht. Er gab sich als Teenager aus, der an die West Virginia University in Morgantown ging. Nachdem er die Mädchen auf Twitter und Facebook hinzugefügt hatte, durchsuchte er ihre Konten auf Hinweise. Da stellt sich die Frage, was hat er über den Geisteszustand von Rachel und Shelia herausgefunden? Nun, er erfuhr schnell mehr darüber, wer sie waren. Zum einen erfuhren die Ermittler, dass Shelia die Dominante und Rachel eher die Ruhige war. Der Agent fand es seltsam, dass weder Shelia noch Rachel verunsichert darüber schienen, dass Skylar als vermisst galt. Shelia twitterte zufällig Dinge wie ein Foto von ihnen zusammen. Es gab viele seltsame Posts wie diesen Tweet von Shelia am 5. November. Niemand auf dieser Welt kann so mit mir und Rachel umgehen. Wenn du denkst, dass du das kannst, dann liegst du falsch. Andererseits waren die beiden Mädchen auch in den sozialen Medien unangenehmen Dingen ausgesetzt. Es gab andere Twitter-Nutzer, die ihnen vorwarfen, ihre besten Freundin das Leben genommen zu haben. Andere warnten sie, dass sie früher oder später vor Gericht gestellt werden würden. Sie wurden bei einer Lüge erwischt. Die Ermittler brachten die beiden Mädchen immer wieder zum Verhör. Nach einer Weile also wurden Rachel und Shelia somit vom Rest ihrer Freunde getrennt. Das bedeutete, dass sie sich nur aufeinander verlassen konnten. Einige Zeit später stellte die Polizei fest, dass Shelia Eddie, die Besitzerin des Autos war, das sie auf dem Überwachungsclip gesehen haben.
Die Behörden überprüften in dieser Sommernacht die Aufnahmen anderer Kameras. Sie haben das Auto bei einem Supermarkt in Blackstone gesehen, das westlich von Morgantown und Star City liegt. Das war seltsam, denn sowohl Shalaya als auch Rachel sagten, dass sie nach Osten gingen. Die Mädchen müssen sie aus einem bestimmten Grund angelogen haben. Es wurde immer deutlicher, dass die beiden Mädchen etwas zu verheimlichen hatten. Die Polizei konnte zwar erkennen, dass sie dabei eine Rolle spielten, aber sie hatten nicht genügend Beweise, um Rachel und Shalaya zu verhaften. Wenn sie von ihnen ein Geständnis bekamen, könnten sie diesem Wahnsinn ein Ende setzen. Es war unheimlich zu sehen, wie gut Shalaya damit umging. Rückblickend war es ziemlich beunruhigend zu sehen, dass sie die ganze Zeit ruhig blieb. Auf der anderen Seite war Rachel nicht in der Lage, mit all dem Stress und den Schuldgefühlen klarzukommen. Sie erlitt einen psychischen Zusammenbruch. Sie konnten sehen, dass Rachel wirklich etwas durchmachte. Tatsächlich wurde es so schlimm, dass ihre Eltern beschlossen, wieder zusammenzuziehen, nur um ihr zu helfen. Aber am 28. Dezember 2012 drehte sich alles. An diesem Tag erhielt die Polizei von Monongalia County einen Anruf von Patricia Schoof. Sie war verzweifelt, als sie sagte, »Ich habe ein Problem mit meiner 16-Jährigen. Ich kann sie nicht mehr kontrollieren. Sie schlägt uns und sie schreit, sie rennt durch die Nachbarschaft und sie tyrannisiert alle.« Sie konnten den Teenager im Hintergrund des Anrufs unkontrolliert weinen hören. »Gib mir das Telefon! Nein, nein, das ist vorbei, Mom, bitte, bitte lass es, hör auf damit!« Ihre Mutter beendete den Anruf mit den Worten, »Mein Mann versucht, sie jetzt zu beruhigen. Bitte beeilen Sie sich.« Rachel wurde danach in eine psychiatrische Anstalt gebracht. 3 Tage nach ihrer Aufnahme wurde sie wieder entlassen. Danach befragte die Polizei sie. Sie nahm dies als ihre Gelegenheit, ihnen endlich die Wahrheit zu sagen. Die Polizei ging noch immer davon aus, dass Skylar eine zu hohe Drogendosis einnahm und wollte nur die Details erfahren. Aber was diese junge Frau zu sagen hatte, verblüffte sie alle. Wir haben sie erstochen. Das war tatsächlich ein Schlag ins Gesicht für alle. Das haben sie nicht erwartet. Vor allem nicht, dass beide diese Tat einen Monat vorher geplant hatten. Rachel und Shalaya kamen auf die Idee, als sie im Naturwissenschaftsunterricht waren. Ihr Plan war es, Skylar aus dem Weg zu räumen, bevor Rachel zum Sommercamp aufbrechen wollte. Wie wir wissen, verlief dieser Teil reibungslos. Rachel nahm eine Schaufel, die ihrem Vater gehörte, während Shalaya die Küchenmesser zur Verfügung stellte. Außerdem gab es Reinigungsmittel und Wechselkleidung. Skylar dachte sich nichts Schlimmes dabei, dass ihre 2 Freundinnen länger brauchten, um sie abzuholen. Vielleicht wollten sie noch zusammen in der Gegend herumfahren. Das Trio fuhr gerne in eine nahegelegene Stadt namens Brave und rauchte im Wald Gras. Ihre Freundinnen brachten zwar die Pfeifen mit, aber sie hatten auch die Messer dabei. Es war eine heiße Sommernacht gewesen, aber Rachel und Shalaya trugen beide Kapuzenpullis. Denn so konnten sie die Messer besser verstecken. Skylar hatte keine Ahnung, was sie vorhatten, also schenkte sie ihren Outfits auch nicht viel Aufmerksamkeit. Als sie ihren gewohnten Platz im Wald erreicht hatten, stellte Skylar fest, dass sie das Feuerzeug im Auto gelassen hatten. Sie stand auf, um es zu holen, als ihre besten Freunde hinter ihr standen. »Auf 3«, sagte Rachel, bevor sie Skylar in Angriff nahmen. Laut Rachel versuchte Skylar zu fliehen, konnte dies aber nicht, weil sie ins Knie stachen. Ihr Schicksal war besiegelt. Ihr letztes Wort war nur »Warum?« Skylar wusste offensichtlich nicht, was los war. Die Polizei wollte auch wissen, was 2 junge Mädchen dazu bringen würde, so etwas zu tun. »Naja, wir mochten sie einfach nicht«, sagte Rachel ihnen. Diese Antwort macht es nur noch beängstigender. Aber das Schlimmste an der Geschichte war, dass die beiden Mädchen Skylar an einem bestimmten Punkt trafen und dabei zusahen, wie sie langsam aus dem Leben trat. Das Paar stach mindestens 50 Mal auf ihre beste Freundin ein und ließen sie dort alleine zurück. Wer hätte gedacht, dass 2 Teenager-Mädchen zu so etwas in der Lage wären? Das können wohl nur 2 echte Psychopathen. Und das alles nur, weil sie nicht mochten.
Als die Polizei ihre Posts in den sozialen Medien durchgingen, fiel ihnen eines auf. Shalaya schrieb: Wir sind wirklich zu dritt gegangen. Klingt das nicht so, als ob sie damit angeben würde, was sie getan haben? In einem Beitrag schrieb sie: Man sagt, man erlebt die Vergangenheit besser als der Moment, als es passierte. Jetzt passt alles zusammen. Es ist klar, dass sie sich wegen des Verbrechens nicht schlecht gefühlt haben, aber alle anderen können es immer noch nicht fassen, was sie getan haben. Wir alle wissen, dass Teenager in der Pubertät zu kämpfen haben, aber das übertrifft alles. Die Behörden wussten endlich, wie sie mit dem Geständnis von Rachel umzugehen haben. Ihre nächste Aufgabe bestand darin, herauszufinden, was Shalaya dazu sagen würde. Die Polizei entwickelte demzufolge einen Plan. Sie haben Rachel abgehört und sie aufgefordert, mit Shalaya über das Verbrechen zu sprechen. Doch leider hat das nicht geklappt. Es war sofort klar, dass Shalaya viel Kontrolle über sie hatte. Nicht zu vergessen, dass sie zu diesem Zeitpunkt bereits einen vorsätzlichen M ersten Grades gestanden hatte. Trotzdem hatte sie noch mehr Angst vor dem, was Shalaya ihr sagen würde. Es ist schwer vorstellbar, dass ein 16-jähriges Mädchen jemanden so viel Angst machen könne. Die Suche. Im Januar 2013 brachte Rachel Shove die Polizisten in den Wald zu dem Ort, um ihnen zu zeigen, wo Skylar ihren Verletzungen erlegen war. Sie konnte sich nicht an den genauen Ort erinnern und es half auch nicht, dass der Ort jetzt voller Schnee bedeckt war. Die Polizei konnte den Körper zunächst nicht finden, aber das Geständnis reichte aus, um Rachel festzunehmen. Eine Woche später gelang der Polizei schließlich der Durchbruch, als sie im Wald den Körper eines jungen Mädchens fand. Sie war fast nicht mehr identifizierbar. Am 13. März bestätigte das Kriminallabor allerdings offiziell, dass der Körper Skylar Nees gehörte. Verurteilung. Im Mai 2013 bekennt sich Rachel Shove schuldig. Laut Gerichtsprotokoll erklärte Rachel, dass sie und Shalaya Skylar in Shalayas Auto abgeholt haben. Die Mädchen fuhren nach Pennsylvania, stiegen aus und begannen, sich miteinander zu unterhalten. Zu einem vorher vereinbarten Zeitpunkt erstachen Rachel Shove und Shalaya Eddy Skylar Nees, nachdem sie bis drei gezählt hatten. Die Teenager versuchten erfolglos, Skylars Körper zu begraben und bedeckten sie stattdessen nur mit Ästen. In der Abschrift heißt es, dass die Schüler Gespräche zwischen Rachel Shove und Shalaya Eddy über die Planung der Tat belauscht, sie aber nicht angezeigt haben, weil sie dachten, sie machten Witze. Laut Rachel Einverständniserklärung bekannte sie sich des M zweiten Grades schuldig, indem sie rechtswidrig, vorsätzlich, kriminell und aus böswilligen Gründen das Ableben von Skylar Nees absichtlich herbeigeführt hat, indem sie sie vorsätzlich lebensbedrohlich verletzt hatte. In einem Plädoyer beantragte der Bundesstaat West Virginia eine 40-jährige Haftstrafe. Über ihren Anwalt hat sich die Familie von Rachel öffentlich für die Taten ihrer Tochter entschuldigt. Am 4. September 2013 haben die West Virginia Staatsanwälte Shalaya öffentlich als die zweite mutmaßliche Täterin identifiziert und angekündigt, dass sie als Erwachsene vor Gericht gestellt wird. Shalaya Eddy wurde also von einer Grand Jury angeklagt. Shalaya Eddy bekennt sich zunächst zu keinem der Vorwürfe schuldig. Am 28. Januar 2014, angesichts der erdrückenden Beweise, die von den Behörden in Pennsylvania zusätzlich zu den bereits von den Behörden in West Virginia geforderten Anklagen vorgelegt wurden, bekannte sich Shalaya Eddy jedoch des M ersten Grades schuldig. Obwohl sie keine Reue äußert, wird sie aus Gnaden zu lebenslanger Haft verurteilt. Das Gesetz von West Virginia erlaubt ihr, nach 15 Jahren Haft auf Bewährung freigelassen zu werden. Nachdem sie sich schuldig bekannt hatte, wurde Rachel Shove am 1. Mai 2013 zu 30 Jahren Haft mit der Möglichkeit auf Bewährung nach 10 Jahren verurteilt. Ja, das war der krasse Fall. Wie wir wissen, da war ja auch vor kurzem etwas, ein deutscher Fall. Da waren auch zwei Freundinnen beteiligt. Lief eigentlich fast genauso ab, ne? Und was ist passiert? Nicht viel. Ich sag immer, wenn man eine erwachsene Tat macht, dann sollte man auch als Erwachsener bestraft werden, vor allem wenn es vorsätzlich ist und wenn man weiß, was man macht. Es gibt Ausnahmesituationen wie jetzt mit solchen Verbrechen. Es geht hier nicht um einen Banküberfall, es geht darum, dass man ein Leben beendet hat und es dann auch noch feiert. Ja.
Ich weiß nicht, wie ihr das seht, könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben. Ich danke euch fürs Zuhören und auf bald. Es ist wie so ein Bild, das ich ersetzt. Da warst du meine Tränen und ich bin einfach entsetzt. Du und ich schon verschwommen, mir geht's nur um simple Recht. Doch ich hab genug gesehen, nimm Tuch und wisch es weg.